Hallöchen, ich mache jetzt das Video über meine Make-up-Sammlung. Es wurde ja angefragt. Und ja, ich fange einfach mal an. Ich habe jetzt alles auf dem Schreibtisch aufgebaut. Moment, ich sehe nichts. So. Ja, ich hoffe, ihr seht auch alles gut. Und ich fange mal hier an bei dem Chaos. Hier habe ich meinen Nagellackentferner von Essence. Und ein Lidstrich, Pinsel, wie man das auch nennen mag. Dann habe ich gestern gekauft von Essence aus der neuen LE, den Lidschatten in Weiß, Gel-Eyeliner, so, ja, Mascara, Wimpernzange, Lidschatten-Base, Kajal in Schwarz und in Weiß, Pinsel, das hier ist auch ein Lidschatten, habe ich in Rumänien gekauft. Ja, hier noch ein Lippenstift, auch aus der Essence LE, also nicht aus der aktuellen. Ah, ihr seht das gar nicht. Aus der Arctic Lights. Ja, und hier meine Pinsel, die ich regelmäßig benutze. Ich zeige euch nur das Wichtigste, glaube ich. Lidschattenpinsel, kleinerer Lidschattenpinsel, Highlighterpinsel. Das ist, ja, ich benutze das, um dickere Lidstriche zu ziehen. Der ist abgeschrägt. Moment, so. Bisschen dünn. Ihr seht da hinten alle scharf. Sollte aber vorne alle scharf sein. Naja. Okay. Gut. Dann mache ich mal weiter hier. Hier habe ich noch. Habe ich mir hinten drauf geschrieben von Coco aus dem Shop. Old Gold. Ah, ihr seht es. Das habe ich hier unten, hier oben noch rumliegen, weil ich damit gearbeitet habe. Gehört eigentlich nach unten ins Bad. Da gehen wir auch gleich hin. Ja. Dann mache ich mal mit Lippenstiften und Lipgloss weiter. Da habe ich ja auch so manches angesammelt, aber ja. Hier habe ich meinen Manhattan Essence aus der 50s Fever, den hellen Ton. Lip Liner, Lipgloss von Yuma, Arctic Lights. Aus viel verschiedenes. Soll ich das rausholen? Hoffentlich, oder? Könnt ihr so ein bisschen sehen. Noch ein Lippenstift von Patrice, oder? Ich habe keine Ahnung. Ja. Dann hier zum Beispiel. Es sieht so ähnlich aus wie das Typchen hier mit dem Lidschatten. Und habe ich halt auch in Rumänien gekauft. Und das ist Lipgloss. Und ja, wenn man den aufträgt, dann spiegelt der. Das ist total heftig. Also, der glänzt und spiegelt. Das ist richtig, muss ich vielleicht mal zeigen. Das ist total schön. Nur riechen tut er halt nicht gut. Ja. H&M. Lipgloss. Da unten sind meine Labellos. Und andere Pflegestifte. Ja, lose Lidschatten und sowas. Ja, einmal von P2, der ist schon uralt, der hier auch von Nivea, kaum benutzt. Das hier mag ich ganz gerne, ist auch von Essence. Den gab es mal zur Winterzeit und ich benutze den ganz gerne als Grundlage für weitere Lidschatten, weil der so schön hell ist und ein bisschen glänzt und ja. Dann habe ich unten noch ein paar lose Lidschatten. Hier sind so ein paar Stifte. Auch einige aus Rumänien. Und die habe ich einfach mit so einem Haargummi zusammen gemacht. Damit die nicht immer auseinanderflutschen. Da habe ich ein paar Mascaras. Und Eyeliner. Den hier habe ich schon aufgeschnitten, weil der ausgetrocknet war und ich wollte noch an den Rest rankommen. Dann habe ich noch so ein paar flüssige. Zweimal von Yuma. So. Und noch einer aus Rumänien. Da habe ich echt zugeschlagen. Ja, hier von P2. Die müssten ja allen bekannt sein. Das ist jetzt Playful Apricot. Und dann habe ich noch ganz viele Kajalstifte in allen Farben. Was ich jetzt noch habe, ist ja ganz neu die 120er Palette. Da seht ihr noch, wie die verpackt war.
in so einem Karton und da drin so eine Knisterfolie. Und die macht jetzt nicht Knister. Doch, doch. Auf jeden Fall, die kennt ihr ja eigentlich. Ich mach sie mal auf. Ich hab hier noch schön diese Schutzdinger. Und zack. Ja. Die benutze ich jetzt auch meistens für meinen Lidschatten zum Schminken. Gut, dann würde ich sagen, ich mache die Kamera aus und wir gehen ins Bad. Ich muss mich nochmal zurückmelden, weil ich habe die Hälfte vergessen. Ich habe meine Nagellacke gar nicht gezeigt und das mache ich jetzt noch. Ich habe noch 3 Minuten Zeit, deswegen fangen wir jetzt sofort an. Die habe ich in einem gelben Kasten, damit ich das schön unterscheiden kann. Und ja, hier ist eine Nagelfeile drin, auch von Essence. Die finde ich richtig gut. Wenn ihr mehr dazu hören wollt, dann sagt mir Bescheid. Dann dieses Nagelöl von Essence, das finde ich auch gut. Und ja, noch ein kleines Wattepad. Gut, dann kommen wir zur Sache. Ich habe hier ganz viel verschiedenes Zeug drin. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Hier so ein Klarlack aus Rumänien. Hier diese hintere Reihe, das ist komplett aus Rumänien. Dann noch so einen roten, orange, ein dunkleres Rot, fast braun. Dann so einen schönen Glitzerschimmer. Ich glaube, ihr seht es ungefähr. Und den hier, das ist ein lila. Und mir ist aufgefallen, dass P2 jetzt genauso eine Farbe hat. Vielleicht seht ihr das jetzt nicht richtig, aber das ist genauso eine Farbe, wie P2 jetzt führt. Und dann kommen wir auch direkt zu P2 Nagellacken. Da habe ich einmal den hier mit diesem Blauschimmer in Pink. Und natürlich den, der darf nicht fehlen, der ist super. Diesen dunkelroten mit so einem Schimmer. Gelb. Diesen türkisen. Und den habe ich gerade auch drauf. Zusammen mit dem hier. Der ist auch aus Rumänien. Zeige ich euch gerade mal. So, da habe ich mich an so Tigerstreifen versucht. Und also ich finde es eigentlich ganz schön. Okay, wir machen weiter. Dann habe ich hier hinten, wo wir gerade dabei sind, die haben also kleine Pinsel zum Verzieren. Also richtig heftige Farben. Muss ja auch mal sein. Und noch so ein Glitzer. Von der Pure Beauty von Essence, einen dunkelblauen, den habe ich schon ewig, den gibt es bestimmt auch nicht mehr. So einen silbernen, den habe ich auch schon ewig. Ich habe auch ganz viel rosa, alt von P2, aus Rumänien. Da könnt ihr wahrscheinlich nicht so viel anfangen, weil ihr es nicht nachkaufen könnt, wenn ihr es wolltet. Ein älterer von Essence, den habe ich mal geschenkt bekommen. Dann den hier habe ich in Erfurt gekauft, da waren wir mit der Klasse. So ein lila. Da habe ich auch noch einen roten von, wenn ich ihn finde. Da. Also der ist so ganz, ganz, ganz dunkelrot. Fast schwarz und der schimmert dann halt so rötlich. Und hier sind noch so ein paar Rottöne. Was Helleres. Ganz viel verschieden. Ich glaube, ich muss Schluss machen. Also, wenn ihr noch mehr wissen wollt, dann sagt Bescheid. Dann mache ich noch mal ein einzelnes Video mit den Nagellacken. Dann stelle ich die alle hier schön in eine Reihe auf oder so. Und sagt mehr dazu. Sagt mir einfach Bescheid, ob ich das machen soll. Hier hinten habe ich auch noch Sticker und sowas. Ja, okay, macht's gut.